Herzlich willkommen zurück. Heute fliegen wir die Mission Off Certification. Dank unseres Erfolges bei den Vereinten Nationen konnte Artemis einen hochdotierten Verteidigungsvertrag mit Brasilien unterzeichnen. Damit werden wir zum Marktführer in Südamerika und zu einem der größten PMCs weltweit. Lieber David, kaum zu glauben, dass es jetzt 6 Jahre her ist, dass Sie mein Jobangebot angenommen haben und der Firma als Teil unseres ersten Kampfgeschwaders beigetreten sind. Seitdem hat Artemis vor beträchtlichen Herausforderungen gestanden, aber dank Ihrer Hingabe, Ihrem Professionalismus und Ihrem Mut haben wir wahrscheinlich atemberaubende Erfolge gefeiert. Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Firma einen beispiellosen, langfristigen Verteidigungsvertrag mit der brasilianischen Regierung abgeschlossen hat. Dieser Vertrag kann Artemis potenziell zur weltführenden Militärfirma aufsteigen lassen. Und ich zähle darauf, dass Sie bei der Umsetzung helfen. Wir erreichen eine Phase, das enorme Wachstum und darin spielen Sie eine entscheidende Rolle. Ihre Loyalität der Firma gegenüber ist nicht unbemerkt geblieben. David, wir stehen vor etwas Großem und Sie werden am Gewinn beteiligt. Mit freundlichen Grüßen, Adrian De Winter, CEO Artemis Global Security. Ihre Staffel wird nach Brasilien abgestellt, um die Verteidigung des Kunden zu starten. Der CEO und der Aufsichtsrat haben hohe Ziele gesteckt und wir erwarten, dass sie diesen gerecht werden. Das bedeutet, risikoreicher und aggressiver zu fliegen. Daher erwarten wir von allen Artemis-Piloten, ihren Jet mit oder ohne Flughilfen zu nutzen. Das System ermöglicht es ihnen, das Flugzeug am absoluten Limit zu fliegen. Ein großer Vorteil gegenüber ihren Feinden. Sobald sie den Off-Test bestanden haben, packen sie ihre Sachen für die Reise nach Rio. Alles klar. Wir fangen mal mit normal an. Ich habe lange versucht, in den vorherigen Missionen den Flugmodus zu deaktivieren, die Flughilfen. Es ist mir allerdings nicht gelungen, weil ich vergessen hatte, dass ich da erst eine Flugstunde absolvieren muss. Ich glaube, die taktische Karte brauchen wir heute nicht. Deshalb müssen wir besser und härter fliegen als alle anderen Piloten. Diese Aggressivität wird Artemis zum Weltmarktführer in der PMC-Industrie machen. Moderne Kampfflugzeuge besitzen computergestützte Manöversysteme, die einen gefährlichen Kontrollverlust vermeiden sollen. Diese Alpha-Begrenzer halten den Vogel in der Luft, verhindern aber auch radikale Manöver, die einem Piloten im Luftkampf den entscheidenden Vorteil bringen können. Heute deaktivieren wir den Begrenzer, um sie an das Manövrieren ohne Hilfsmittel zu gewöhnen. Ich glaube, ich brauche mindestens 3000, eine Flughöhe von mindestens 3000 Meter. Gut, fangen wir an. Zunächst wollen wir uns anschauen, wie man den Alpha-Begrenzer aus- und wieder einschaltet. Während Ihrer Missionen haben Sie dann die Option, das System auszuschalten, wenn Sie die volle Kontrolle brauchen. Um es später dann wieder zu aktivieren. Ich fühle mich wie in der ersten Fahrstunde. Klasse, was? Ja, sehr gut. Schalten Sie den Begrenzer ein paar Mal an und aus. So geht's, Junge. Schalten Sie den Begrenzer aus, Grenshaw. Wir sind bei der Arbeit. Ich steige jetzt aus dem Grund nach oben, dass wenn ich dann falle, bei einem Störungsabriss nicht unten auf dem Boden aufklatsche. Verstanden? Gut. Dann will ich jetzt, dass Sie langsamer werden bis zum Strömungsabriss. Und dann retten Sie den Vogel, bevor wir aufschlagen. Strömungsabriss. Voller Schub. Jetzt den Vogel rollen und hochziehen. So geht's, Junge.
Jetzt müssen Sie lernen, andere zu töten, während Sie im Off-Modus fliegen. Vor uns sind einige Drohnen. Ohne Flughilfen angreifen. Diese Drohnen sind stationär, also sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Na, wo bin ich denn? Hier, die taktische Karte mal wieder im Weg, ne? Sie machen das klasse. Zwei Drohnen geschafft. Nicht schlecht. Ah, in der Sonne. Klar, als ob ich das zum ersten Mal mache. Noch ein Treffer, das können Sie ziemlich gut. Was ein bisschen tricky ist, man muss immer darauf achten, wie rum das Flugzeug gerade ist. Ui, 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 ui. Jetzt haben Sie es wohl begriffen. Soll ich doch schon etwas schwitzen, muss ich gestehen. Nun starten wir ein paar Kampfdrohnen oder UCAVs. Keine Sorge, sie sind nicht scharf und werden uns nicht beschießen. Sie sind aber extrem manövrierfähig. Sie müssen den Flieger an die Grenzen bringen, um sie zu erwischen. Wird das Driftmanöver im Luftkampf richtig eingesetzt, hat man danach die Drohnen direkt im Visier. Zeigen Sie, was Sie können. Jetzt haben Sie es wohl begriffen. Guter Schuss, die ist erledigt. Die machen das Classic Ranger weiter so. Nee, schaut scheiße aus. Jetzt aber, jetzt. Okay, konzentriert.
des Classic Ranger, weiter so. Ah, der ist aber nicht getroffen. Weil er sich immer wieder dreht. Jetzt habe ich ihn aber. Jetzt muss ich nur noch hinter... Oder? Nee, Ziel verfehlt. Hier ist erledigt. Boah. Sieht gut aus, Crenshaw. So, Crenshaw. Mal sehen, wie sie sich halten, wenn die Drohnen zurückschießen. Diese nächsten Drohnen sind mit Übungsraketen bewaffnet und sie können gut zielen. Sie müssen den Raketen im Off-Modus ausweichen und gleichzeitig die Drohnen angreifen. Bereit? Da kommen sie. Ah, verdammte Welle. Die sind verdammt wendig, ey. Diese verdammt wendig, Alter. Ja, ich weiß. Na, ah, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch.
Ah. Nicht übel, Grayjaw, gar nicht übel. Jetzt kann ich Ihre Pilotenurkunde abzeichnen und zurück zum Geschwader schicken. Bringen wir den Vogel wieder runter. Auf mich warten noch vier Typen, die dem Tod ins Auge schauen wollen. Das müsste mir jetzt ein Level Up eigentlich beschert haben. Warte. Karte Class Hammer freigeschaltet und die SU-27. Naja, es geht. Müsste ich jetzt mal ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Operation Claws Hammer. Ich bin raus.